weißes Geotech. Ein Lunasplitter. Leute, guck mal, die kriegen ja voll viele Sachen. Potion, Potion, Potion. Finde ich nicht schlecht. Der Grüne hat das absorbiert. Spaß, die Grüne, Alter. So ein Penner. Nein, nicht zurück. Hier ist ein weißes Trio-Tech mehr auch nicht. Weiß haben wir nicht. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ganz wichtig. Nerv nicht. Öffnen wir mal die Truhe und finden wieder drei Dalmatiner. Wie viele haben wir jetzt? Moment, Tagebuch. 101 Dalmatiner. Wow, okay. Schon so ein paar. Und jetzt? Auch eins. Verstehe ich nicht. Drachen. Verstehe ich überhaupt nicht, Leute. Wir speichern nochmal und werden alles mal auffüllen. Warum bin ich falsch abgewogen? Ich verstehe es nicht ganz. Komisch. Wundert mich, Leute. Wundert mich. Was ist mit Geppetto? Ich habe ihm verboten, von hier wegzugehen. So ein ungezwungener Junge. Trotzdem hänge ich an ihm. Ich dachte, du verkaufst mir irgendwie Tränke oder so. Anscheinend tust du das nicht. Oh, hier ist eine Treppe. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, mach ruhig Scheiße. So, mach Scheiße. Hallo. Oh Gott, du bist echt zu dumm, oder? So, hör auf mich provozieren zu wollen. Komm schon, dreh dich doch mal anständig. Du bist irgendwie... Ja, komm mir trotzdem nicht hin, Scheiße. Okay. Ach, Mann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wohin. Ich weiß absolut nicht wohin, Leute. Okay, ich laufe erstmal durch. Also, Bauch 2. Ja, Bauch 2 ist ja kein Problem. Bauch 2 kann man nur in eine Richtung verlassen und das ist diese im Bauch 3. Ja, ist auch richtig. Da wollen wir auch lang. Oben ist eine Kiste, da kommen wir nicht so leicht hin. Glaube ich. Egal, gehen wir erstmal im Bauch 2 wieder zurück. Und von hier aus können wir nämlich runterfallen. Super geil. Super geile Aktion, mein lieber Sora. Super geil. Im Bauch 3. Und ich habe mich schon wieder total verlaufen. Ne, Moment, jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie gerade. Okay, also diesmal nicht runterfallen. Bauch 2. Ist ganz klar, Leute. Ist ganz klar. Ich versuch's gleich mal mit rüberspringen. Vielleicht hilft das ja. Wenn ich nicht runterfalle.
Das funktioniert, okay. Mir im Weg. Boah, perfekt. Öffnen wir die mal. Ich finde daran ein Final Elixier. Toll. Und jetzt? Gehen wir weiter. In Block 5. Lunastein. Moment, erstmal eben die beiden Typen hier aus. Oh. Auch 6. Jetzt kann es ja keine 2 Dead Ends geben. Was ist denn hier? Hier ist Bauch 5. Hier ist ein blaues Triotech. Ach, kommt schon. Das verarscht mich nicht völlig hier. Lass mich irgendwann das Triotech auch ausführen. So. Sorry, Leute. So. Das jetzt endlich. Alter. Also irgendwann reicht's auch, ganz ehrlich. Ja, jetzt wehren die das wieder ab, ist echt krass. So. Hab das jetzt endlich mal. Triotech. Komm schon. In der Hütte. Toll. Ich dachte, das wäre was, was es nützen würde, aber nein, für mich nützt es uns nichts. Gar nichts. Seit wann kann ich denn auf die Dinger draufsteigen, hä? Ja, ist klar. Auf die Vasen konnte ich nie draufsteigen, hier kann ich jetzt aber mal draufsteigen, weißt du? Dann verarschen. Oh. Okay, hier geht's auch. Oh, ich geh mal in Bauch 4, denn das wird mir gerade zu bunt. Warum ist dir der Junge nicht längst egal? Er hat dich des Schlüsselschwertes und seiner neuen Freunde wegen im Stich gelassen. Er ist mir egal. Hab nur ein bisschen mit ihm rumgealbert. Ach, was du nicht sagst. Natürlich. Hüte dich vor Dunkelheit in deinem Herzen. Die Herzlosen machen Beute daraus. Kümmer dich um deinen Kram. Okay. Pinocchio! Warte! Rico! Was ist denn los mit dir? Was denkst du denn?
Ist dir klar, was du da tust? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen, Sora. Du rennst in letzter Zeit überall nur rum und gibst mit deinem Schlüsselschwert an. Sag mal, willst du...